Ey Manu, halt mal meine Handykamera. Warum? Diese Wack MC ist wieder da. Ich dachte, wir haben Battle gegen Legas gescheitert. Nein, weil ich Bescheid gesagt habe, ist er leider weiter. Bist du behindert? Warum hast du das gemacht? Gute Frage, dann hätte ich ja jetzt ein Freilos gehabt. Obwohl, das macht ja gar keinen Unterschied aus. Dann hau ich dich halt jetzt mit meiner Runde hier raus hier zu dir. Du hältst dein Gesicht mit der Maske geheim, doch auf Facebook kommentieren, wie behindert muss man sein. So eine Angriffsfläche würde anderen gefallen, also lösch deine Post oder zeig dich uns allen. Doch außer Jeffin steht keiner hinter dir, weißt du, denn selbst deine eigenen Freunde finden dich scheiße. Und das war's jetzt mit dir, du behinderte Bitch, gegen Legas Glück gehabt, aber mich fickst du nicht. Ey, die letzte Runde hast du knapp überlebt. Kein Wunder, ich hab in dir keinen Gegner gesehen. Hab deshalb nur eine halbherzige Scheißrunde gebracht. Und du Spaß hast trotzdem keinen Sieg geschafft. Trotzdem feierst du dich hart, du bist im 16. Krass, nur hat das jeder geschafft, der was eingereicht hat. 16. Aber für einen Sieg reicht's wieder nicht. Dein Pech gehabt, du wurdest grad vom Pseudo zerfickt. Du machst keinen guten Rap mit Punches oder Flows. Nein, du machst mit Jeffchen Gaming Videos. Und ihr seid 1337, die Let's Play Elite. 16. Finale, ich zieh wieder ne Niete. Ihr macht Rap über Games und hofft, ihr werdet Fame. Aber wenn ich das hören will, gebe ich mir Dame. 180 Abos, doch was sehe ich da? Fast keine Views und nicht ein Kommentar. Ach du Scheiße, habt ihr euch eine Fanbase geschaffen? Also fronte ruhig, dass ich keine Likes hab, du Lappen. Aber bleibt ruhig dabei, es funktioniert, wie man sieht. Light macht ja auch hauptsächlich nicht nur Musik. Und dass du selber Fan von Legas bist, sieht echt jeder Legastheniker. Du machst selbst die Rechtschreibfehler. Jeffrey und du, ihr seid raus, das kann man drehen, wie man will. Denn dank Cyber G und mir heißt es jetzt Manu wirft sich wieder mal Medikamente ein und behauptet dann von sich 2 Meter groß zu sein. Und Jeffchen hält dich nicht zurück, nein, er zieht dich runter. Du denkst doch nicht im Ernst, dass seine Hook gut war? Warum bist du Legas mit den Büchern, die er hat? Kannst du nicht lesen oder fällt dir nichts ein oder was? Und wenn du schon ein Handy-Video machst, dann doch nicht aufrecht, du Spast.